Das Upgrade sollte bis zu einem Punkt erfolgen, an dem du herausragst, wo immer du stehst. Auch wenn du stirbst, musst du leben. Aber wenn du lebst, solltest du nicht tot sein. Viele solche Weisen, Heilige, die so intensiv gelebt haben, dass wir sie nach ein paar tausend Jahren noch immer nicht vergessen können. So viel muss dir widerfahren, dass dein Körper, dein Verstand, deine Emotionen, deine Energien kein Hindernis in deinem Leben sind. Erst gestern hat mich jemand daran erinnert, selbst ich habe das nicht bemerkt. Ich hatte einen harten Zeitplan in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Ich landete hier nur einen Tag im Ashram und dann machte ich mich auf nach Australien, endloser Zeitplan. An einem Tag bekam ich irgendein dummes Fieber und dann kam ich hierher zurück, nur einen Tag. Dann ging ich nach Nepal, ich wanderte in Kailash, Nepal-Trek, Kailash-Trek. Ich kam nicht einmal einen Tag zurück, einen halben Tag. Dann war ich auf dem Weg zu Calvary Calling. Wisst ihr, ich war auf einer fünftägigen nationalen Tour, wo ich versuchte, all diese politischen Dinge für Calvary Calling auf die Beine zu stellen. Ich kam zurück und am selben Tag ging es los mit Calvary Calling. Und als ich damit fertig war, kam ich hierher. Nicht einmal einen Tag, am 17. sind wir gekommen. Am 18. früh morgens um 9 Uhr bin ich wieder zu Besprechungen nach Bangalore aufgebrochen und es ging weiter, weiter, weiter. Erst gestern kam ich zurück. Deshalb sagten sie, Sadhguru, du hattest nicht einen einzigen Tag Pause. Heute ist mein Pausentag. Was klatscht ihr da? Seit dem Morgen schnappeln sich die Akten und jetzt seid ihr alle hier. Und jetzt gibt es Besprechungen und Besprechungen und um 11 Uhr findet Kalabhairava Karma statt. Heute Abend Mahalya Amavasya. Dies ist ein Pausentag. Also wird sich der Körper manchmal beschweren? Natürlich tut er das. Wenn der Körper sich nicht beschwert, bedeutet das, dass ihr ihn nicht benutzt. Hallo? Er muss sich beschweren. Aber du beschwerst dich nicht. Das ist alles, was du lernen musst. Dafür brauchst du Hingabe gegenüber dem, was du tust. Wenn du keine Hingabe hast, noch vor dem Körper wird sich der Verstand beschweren, die Emotionen werden sich beschweren, alles wird sich beschweren. Nein, nein, nein. Zuerst sollte sich der Körper beschweren, das bedeutet, dass du körperlich beansprucht wirst. Dann kann der Verstand ein wenig abwägen und entscheiden. So wie ich, du kannst eine Pause machen wie ich. Das heißt, nur bis 12 Uhr bist du in der Nacht aktiv. Nur bis Mitternacht, danach schläfst du. Sonst geht es bis um 2 Uhr morgens. Es ist ein Pausentag. Wenn dein Körper nicht fühlt, das Leben ist hart, der Körper, nicht der Verstand. Wenn dein Körper nicht fühlt, das Leben ist hart, bedeutet das, dass du nichts Lohnenswertes tust. Dein Körper sollte ständig beansprucht werden. Er muss schwören, es ist hart. Wenn du ins Bett gehst, solltest du nicht schlafen, du musst sterben. Ja. Ein Kissen so. Du legst dich auf den Felsen, du fällst tot um, einfach so. So solltest du am Ende des Tages sein. Dann, am nächsten Morgen, wird er wieder auf die Beine kommen, als ob er neugeboren wäre. Auf diese Weise, nein. Du musst das Gefühl haben, dass es hart für das System ist. Denn das ist die Natur von diesem. Je härter du ihn beanspruchst, desto stärker wird er, desto besser wird er. Diejenigen, die versuchen, es für einen anderen Tag aufzusparen und ihn nicht benutzen, werden... Das Leben kann man nicht konservieren. Das muss verstanden werden.
Tote Dinge können konserviert werden. Leben kann nicht konserviert werden, es kann nur genährt und benutzt werden. Wenn du versuchst, dich zu konservieren und zu bewahren, das wird nicht funktionieren. Sie haben mich ständig bombardiert mit, wo war das, Bangalore oder Delhi, irgendwo. Zu viel Aktivität, Besprechungen nonstop. Ich sagte, ich mache für eine Stunde Urlaub. Wenn man jung ist, sollte selbst diese eine Stunde Urlaub nicht in deinem Leben existieren. Ja? Sonst wirst du zu schnell alt werden. Ja? Diejenigen, die zu viel Urlaube machen, werden zu früh alt werden. Wenn du jung bist, nicht einmal 5 Minuten Urlaub. Das bedeutet nicht, dass du etwas tust, etwas tust, etwas tust. Das bedeutet, dass du dich auf die eine oder andere Weise ständig upgradest. Entweder mit äußerer Arbeit oder innerer Arbeit. Aber das Upgrade sollte bis zu einem Punkt erfolgen, an dem du herausragst, wo immer du stehst. Das bedeutet nicht, in Konkurrenz zu irgendjemand zu sein, aber dieses Leben muss zu seiner vollen Entfaltung kommen. Ist es nicht so? Das ist, was jedes Leben versucht. Das ist nichts, was uns besonders macht. Ein Kokosnussbaum tut alles, was ihm möglich ist, um ein guter Kokosnussbaum zu werden, vollwertig. So ist ein Vogel, so ist ein Grashüpfer, so ist ein Wurm. So ist ein Elefant, so ist alles. Ist es nicht so? Nur der Mensch zögert, weil er nicht gelernt hat, mit seiner eigenen Hirntätigkeit umzugehen. Ihr eigenes Denken bringt sie schlichtweg durcheinander. Sogar eine grundlegende Frage, soll ich ein vollwertiges Leben werden oder nicht? Eine solche Frage ist zu einer Debatte geworden und die Leute denken, es wäre Intelligenz. Hallo? Ob man ein vollwertiger Mensch werden sollte oder nicht? Gibt es eine Debatte darüber? Darüber gibt es keine Debatte, das ist ein Zustand des Lebens. Dies muss ein vollwertiges Leben werden. Wenn dies ein vollwertiges Leben wird, was wird es machen? Es ist mir egal, was es macht. Was auch immer es macht, es wird es gut machen. Das ist alles, was wichtig ist. Was auch immer es tut, es wird es gut tun. Das ist alles, was zählt. Es ist nicht nur eine Art von Aktivität wichtig in der Welt. Jede Aktivität ist wichtig. Wenn es gut getan wird, ist es fantastisch, was auch immer es ist. Jemand wischt den Boden. Schau, sie haben es gut gemacht. Ist es nicht wundervoll? Ist das eine geringere Aufgabe als etwas anderes? Also, dafür, um alles auf die gleiche Weise zu betrachten, um die ganze Zeit mit voller Geschwindigkeit zu funktionieren, brauchst du Hingabe. Du brauchst das Feuer der Hingabe. Ansonsten... Warum rede ich gegen Tyre? Das könnte diskriminierend gegenüber den Kühen werden. Auch wenn du stirbst, musst du leben. Aber wenn du lebst, solltest du nicht tot sein, nicht wahr? Hallo? Diejenigen, die wirklich voll und ganz gelebt haben, selbst wenn sie schon lange tot sind, leben sie noch. Ist es nicht so in gewisser Weise? Ja oder nein? Nun, wir erinnern uns noch an Adiyogi nach tausenden von Jahren, weil er so intensiv gelebt hat. Viele solche Weisen, Heilige, die so intensiv gelebt haben, dass wir sie nach ein paar tausend Jahren immer noch nicht vergessen haben. Sie leben noch immer in unseren Köpfen und Herzen. In ein paar Tagen ist der 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi. Schau, der Mann lebt immer noch, einfach, was auch immer er getan hat. Wir können ihm in vielen Dingen zustimmen oder widersprechen. Aber was auch immer er getan hat, war absolut ohne zu zögern getan, nicht wahr? So viel muss dir widerfahren, dass dein Körper, dein Verstand, deine Emotionen, deine Energien kein Hindernis in deinem Leben sind. Sie sind Instrumente der Ermächtigung in deinem Leben. So viel musst du tun.